Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen neuen Tutorials. Das ist jetzt das 8. und ich bedanke mich erstmal bei allen, die meine Videos angucken. Beim ersten habe ich, glaube ich, mittlerweile 30 ganze Aufrufe. Und als allererstes will ich mich aber bei euch allen entschuldigen für die Fehler, die ich hier oft einbaue. Zum Beispiel das Wort duplizieren. Habe ich mal duplizieren gesagt? Das tut mir leid, Leute. Es gibt da bestimmte Leute und ich denke, die wissen auch, wer gemeint ist. Die legen da super viel Wert drauf. Dann sorry, dass ich das gesagt habe. Ich entschuldige mich extra. Und warum läuft denn das Meerschweinchen hier so komisch rum? Erstmal haben wir letztes Mal eingebaut, dass das Minispiel jetzt mit Play geöffnet wird. Und es geht hiermit ja los mit dem Menü. Und wir hatten ja dann eingebaut, dass man dann, wenn man hier auf das Menü kommt, dass dann diese Dinger kommen, zum Beispiel wenn man auf B, ich gehe auf B, Basketball, dass man dann hier kommt. Das Problem ist jetzt, wie ihr seht, habe ich hier in den Klammern, sage das und das. Und der sagt das die ganze Zeit. Das heißt, wir kriegen das nicht mehr weg. Das bedeutet für uns fürs Erste, dass wir irgendwie einbauen müssen, dass der aufhören soll, das zu sagen. Klingt logisch, ist vielleicht auch logisch. Dann müssen wir diesen Text nämlich jetzt mal komplett kopieren. So, und bauen diese kleinen Bauteile. Ich glaube, ich muss niesen, oder? Nee, doch nicht. Ah, also das darf mir nicht passieren. Entschuldigt bitte. Zurück, rückgängig machen. Wieso gibt es hier kein rückgängig machen? Ah! Mist. Also, falls dieses rote berühre. Na. So. Kann man das hier nicht rauslöschen einfach? 1, 2. Ich hoffe, ihr wisst, was ich machen will. Und zwar mache ich Folgendes. Ich hole die jetzt raus und sage, dass der das für eine bestimmte Zeit sagen soll. Und zwar würde ich das gerne für die Zeit von fünf Sekunden sagen. Dann kann man sich das Menü in Ruhe durchlesen und hat dann letztendlich so überhaupt keine Probleme. Ich bin nicht auf Hilfe gegangen. Habe ich nicht. Ich habe nur zweimal rechte Maus gedrückt. Ey, ich gehe doch nicht auf Hilfe. Was ist das? Duplizieren. Einmal nach hier. Duplizieren. Jetzt habe ich wieder gesagt, duplizieren. Darf ja nicht wahr sein. Einmal nach hier rein. Will nicht rein. Und einmal nach hier unten. Ganz kurz, ich habe übrigens jetzt ein Scratch-Projekt geöffnet. Ihr seht es jetzt hier. Ich habe, heiße hier Mega Valencia 10, auf der www.scratch.mit.edu und da gibt ihr einfach mal am besten der schwarze Punkt ein und dann kommt hier mein erstes Projekt, mein erstes richtiges Projekt. Ja, und das kann man dann ganz einfach hier auf scratch.de spielen. Ihr kennt es ja, das Punktspiel, wo man auf den grünen kommen muss. Ja, und da wünsche ich euch damit dann mal viel Spaß, wenn ihr das habt. Jetzt kommen wir aber erstmal hierzu. Das wollen wir schließlich mal richtig anfangen. Und dann wollen wir es mal ausprobieren. Guck mal, Knopf, Play. Wunderbar. Kommen ins Menü. Gut. Ja, hat er das jetzt echt 5 Sekunden angezeigt? 1, 2. Oh, habe ich ja überall 25 Sekunden. Ja, das ist ja natürlich ein Fehler. Ah, nee. Das ist das, was ich meine an dem Programm. Das ist das, was mich am meisten nervt. Das ist das, wo man auf jeden Fall Verbesserungen reinbauen kann, könnte. Das bleibt so, wie es ist. Ich denke, 5 Sekunden ist eine Zeit... Ah, siehst du, das ist wieder sowas. So eine Zeit, die angemessen ist. Ist das langsam? In Ordnung. Das ist schon okay. Das Meerschweinchen, das nervt mich ja. So... erstmal eine ganz kleine Verbesserung. Wartet kurz. Okay, ich habe jetzt gerade hier das Schwarze weggemacht. Das Rote. Ist ja auch egal. Ja, wir können ja im Prinzip mal den Anfang nochmal ein bisschen durchmessen, bearbeiten. Und zwar gibt es ja einmal dieses nette Objekt Play, was hier am Anfang ja, eigentlich bei Minispiele kommt. Wenn man hier auf die Flagge geht, kommt ja das Play. Und theoretisch können wir das mal ein bisschen bearbeiten. Und zwar wollen wir das mal 100, minus 150, 5. Also einfach ein bisschen weiter nach da schieben. Interessant.
Da will ich dem direkt mal sagen, auf welche Position das eigentlich gehen soll. Und zwar die Position. Minus 1 als 4, minus 6. Minus 10 geht auch. Und dann soll hier auf selber Höhe zu minus 10, und mal gucken, ob er das jetzt macht. Ja, auf selber Höhe, also auch minus 10, ein zweites Objekt, das dupliziere ich jetzt mal und bearbeite es dann. Bearbeiten. Achso, muss ich das bei Kostüm bearbeiten, genau. Ja, das bearbeite ich jetzt, nämlich das soll nicht Play sein, sondern in roter Schrift soll da was anderes stehen. Das heißt, ich muss das erstmal übermalen mit dieser wunderbaren Farbe hier. Naja, so wunderbar ist die gar nicht. Ah, Wonneproppen. Nein. Willst du mich veräppeln? Ist das jetzt witzig oder was? Oh, lange nicht mehr so gelacht. Wieso kann man dieses blöde Objekt... Ach, man kann die Schrift nicht übermalen. Was ein Ärger. Kann die aber einfach anders draufschreiben. Das ist sehr gut. Dann da will ich... natürlich in einer kleineren Schrift. So. Und dieses Objekt soll auch auf das, nur soll es weiter nach hier, das soll so auf 119. Und dann mache ich es auch 114 positiv. So, das finde ich gut. Und zwar, wenn man auf Creator klickt, das, also Play, dann eben Creator. Und wenn das Objekt angeklickt wird, dann nicht Come to Room, sondern wir müssen natürlich jetzt noch einen neuen Raum machen. Dann male ich einen neuen Raum. Einen mit schwarzem Hintergrund, wo in der schönen grünen Farbe wieder was draufgeschrieben wird. Dann nehmen wir das ganze Ding und ziehen es nach oben. Und schreiben hier richtig schön dick in einer grünen Schrift, würde ich sagen. Ja, so. Das ist der Hintergrund 2. So, also, wenn das und das angeklickt ist, dann Skripte, sende nicht, also doch, sende, tatsächlich sende neu, und zwar sende come to credit, okay, und zwar, wenn jetzt der Hintergrund das empfängt, wenn der jetzt Come to Credit empfängt, also wenn der jetzt... Probe geht über Mobe. Okay, das ist schon mal sehr gut. Abgesehen davon, dass die... Abgesehen von der Tatsache, dass das nicht angezeigt werden soll. Das mache ich jetzt, wie gesagt, schon mal vor allem deswegen aus dem Grund hier.
Also das ist so gesehen, müsst ihr euch das nicht umklicken. Also ihr müsst euch das eben nicht angucken. Das ist jetzt ein eher überspringliches Tutorial für den Anfang. Das habe ich auch bei den Kommentaren geschrieben. Also wenn ihr den Anfang ein bisschen verändern wollt, falls euch das interessiert. Jetzt müssen wir natürlich sagen, dass bei Play, also wenn das und das angeht, ich zeige nicht. Wenn das und das, wenn Come to Room, sehr schön. Und das hier. Das ist jetzt gleich bekommen. Und das ist geschafft. Jetzt muss es natürlich unten links ein klein und dann muss es natürlich noch ein kleines Zurückobjekt geben. Dazu malen wir ein dazu duplizieren wir das natürlich noch einmal, was jetzt theoretisch genau das gleiche hat. Wenn Objekt 6 angeklickt wird, dann sende das ist Quatsch. Das muss so heißen. Also wenn das an, soll das sich verstecken, wenn Objekt das angeklickt wird, dann sende come to Menü. Wenn ich come to room empfange, versteck dich. Wenn ich come to credit, wenn ich zeig dich. Und wenn ich ein Moment, wenn ich wenn ja, das muss natürlich dann noch ach so, ja, ich muss natürlich noch definieren, was Come to Menü ist, genau. Also muss ich aber erstmal das hier bearbeiten. Und wenn ich Come to for Credit empfange und wenn ich come to huiuiui, ganz schön kompliziert. Wenn was wollte ich denn machen? Also ich bin heute nicht ganz so bei mir. Sorry Leute, das ist ein scheiß Tutorial, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstmal muss er natürlich dann auf die bestimmte Koordinate gehen. Und zwar auf die hier unten soll der gehen. 186 minus, also 170 minus 140. 170 minus 140. 170 minus 140. Ja. Und wenn die Bühne hier... Wenn ich come to Menü empfange, dann wechsel zum Hintergrund. Welcher Hintergrund ist das? Spielmenü, Hintergrund 1. So Leute, probieren geht über studieren. Alles gut, alles soweit gut. Alles soweit gut.
Jetzt müssen wir natürlich machen, dass wenn der Come to Menü angezeigt, muss der sich natürlich wieder verstecken. Und Play, hatte ich das nicht gerade gesagt, dass wenn ich Come to Menü zeige dich. Wieso klappt das nicht? Das klappt. Ey! Wieso zeigt ihr denn nur Creator an? Ach so, ich weiß es. Sorry, Leute, ich weiß es. Weil Play hier, der geht zu, lag an einem Minus. Stellt es euch vor. An einem einzigen Minus. Macht mich irgendwie traurig. Leute, wir haben es geschafft. Das war das Tutorial, das ihr nicht unbedingt anschauen musstet. Ne? Also nicht pflichtig war das, denn wir haben jetzt nur den Anfang gemacht. Weiter sind wir sonst nicht gekommen. Außerdem hier, da haben wir, glaube ich, eingestellt, dass das 5 Sekunden angezeigt werden soll. Nein, noch nicht. Gut, da, doch, doch, haben wir. 5 Sekunden und dann kann man auch zurück ins Menü. Das war es erstmal. Dankeschön. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Das war jetzt ziemlich lange. Ciao, Leute.